Boah, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wow! Wenn wir diese Geschichte nehmen können, wenn wir sie zulassen können und einfach so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen können, sie ist wirklich passiert. Ein Arzt, ein Chirurg erzählt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und dann stellt sich die Frage, leben wir ewig? Und? Müssen wir noch Angst haben vor dem Tod? Müssen wir das wirklich? Jemand hat einmal gesagt, unsere Angst besteht grundsätzlich aus einer Grundangst. Es ist die Angst vor Verlust, vor Versagen, grundsätzlich vor dem Tod. Wenn wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, dann haben wir sehr viel weniger Angst. Wow, das wär's doch. Thema Angst, das letzte Video heißt angstfrei. Und da hat die Eva einen schönen Kommentar dazu geschrieben. Ich würde sagen, eine wunderbare Ergänzung zum gesamten Video. Ich lese dir gerade einen Satz aus diesem Kommentar vor. Ich hatte sehr viele Jahre starke Ängste in unterschiedlichen Situationen. Zulassen und Fühlen der Angst bedeutet ganz automatisch, dass ich im Moment bin. Für mich persönlich waren Schattenarbeit das Auflösen der Identifikation mit meinem Verstand. Wow. Den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen. Dankeschön. Und hier ist es richtig kalt. Lachen wärmt auf, oder? Oder nicht? Egal. Ist dir schon mal aufgefallen, kleine Kinder, bevor sie in den Kindergarten gehen, dass sie da so ganz spezielle Aussagen oft haben, wo man jetzt nicht so genau zuordnen kann. Wie die kleine Irina, die zu ihrem Papa sagt, Papa, das ist das beste Leben, das ich je hatte. Wow, dieser Papa hat geschaut, weil er wusste nicht, wie er das jetzt einordnen kann. Woher kommt so eine Aussage? Und die Irina hat noch viele andere Aussagen gehabt. Der liebe Papa hat sich halt die meisten Aussagen nicht aufgeschrieben, weil er gedacht hat, das merke ich mir sowieso, hat er nicht. 2, 3 hat er sich merken können. Für ihn ein weiteres Indiz, da gibt es noch mehr, da gibt es wirklich noch mehr. So, und jetzt zu dieser Geschichte. Vorher noch eine kurze Frage an dich. Wir sagen ja so, ich habe eine Hand oder ich habe ein Herz oder mein Gesicht oder mein Körper. Wer sagt das? Mein. Also ich bin ja nicht mein Körper, oder? Ich bin nicht meine Hand, nicht mein Herz, ich bin nicht mein Fuß. Ich habe einen Fuß oder ich habe 2 Füße und habe 2 Hände und habe einen Kopf, ein Gesicht und habe ein Herz und eine Niere und. Das habe ich. Okay, wer hat das? Wer ist das? Dieser Chirurg erzählt die Geschichte, sie haben eine Herzoperation bei einem Patienten und es läuft eigentlich alles planmäßig. Und auf einmal versagen alle Organe in diesem Körper. Und die Maschinen zeigen an, der Patient lebt nicht mehr. Und sie wundern sich, denn eigentlich ist alles nach Plan gelaufen. Dann haben sich die Ärzte im Nebenraum unterhalten und sich die Frage gestellt, was hätte hier anders laufen können? Hätte hier eine andere Medikation vielleicht anderes bewirkt? Hätte man das jetzt anders machen können? Und sie haben ja 10 Minuten oder 15 Minuten darüber gesprochen und sie mussten es einfach so hinnehmen. Und auf einmal laufen die Maschinen wieder. Dieser Mensch lebt wieder oder dieser Patient hat wieder Leben in seinem Körper. Und natürlich stürmen alle hin und machen alle das, was jetzt zu machen ist. Und Gott sei Dank, das ist jetzt alles wieder doch noch gut gegangen und kein Mensch kann sich das erklären. Und der Patient hat dann später diesem Chirurgen erzählt, er hat diese ganze Geschichte von oben beobachtet und er war in Richtung eines großen Lichtes unterwegs. Es war ein sehr angenehmes und sehr schönes Gefühl und er hat gleichzeitig diese ganze Situation in diesem OP-Raum beobachtet und hat auch im Nebenraum beobachtet, wie sich die Ärzte unterhalten. Und er hat auch diesen Raum genau beschrieben, was an der Wand hängt, welches Bild, welche Spickzettel da noch hängen.
Und der Arzt sagt, das konnte er nicht wissen. Er konnte das nicht wissen. Er hat es wirklich scheinbar von oben gesehen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder ist der Tod vielleicht nur eine kurze Übergangsphase in etwas, wo die Seele dann weitergeht, wo unsere Energie, unser Bewusstsein dann weitergeht? Wichtig ist allerdings das Leben vor dem Tod, das, was jetzt ist, das, was wir jetzt haben. Das dauert nicht ewig, das geht so schnell vorbei. Speziell, wenn wir warten, wenn wir suchen, wenn wir kämpfen, wenn wir, weiß Gott, was alles für anstrengende Dinge machen. Allerdings, wenn wir leben, so gut wie möglich im Moment sind, so wie die Eva das beschrieben hat, dann bekommt unser Leben auf einmal einen unglaublichen Spirit. Wenn wir uns dafür bereit erklären, uns weiterzuentwickeln. Entwicklung ist, sich zu öffnen, sich aufzumachen. Wir müssen nicht immer neue Dinge dazu tun, sondern einfach uns aufzumachen. Den Diamanten, den wir alle in uns tragen, einfach zu öffnen. Und das kann jeder machen. Beim einen ist es schwieriger, beim einen ist es einfacher. Gehen tut's immer und überall. Und genau das wünsche ich dir. Du bist ein Diamant und du hast auch jetzt, so wie ich und wir alle, ein Leben vor dem Tod. Bitte genieße es, bitte feiere es, bitte lebe es und bitte freue dich mit dir und mit anderen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Jetzt ist es echt kalt. Pfiat derweil, Servus, bis bald.